Ja, servus und hallo aus Landshut. Ja, denn heute nehmen wir dich mit zu unserer zweiten Tagesetappe von Landshut zum Neubauer See im Bayerischen Wald. Auf unserem Weg nach Prag. Eine Uhr sagt zwar, ich soll heute lieber im Bett bleiben, aber hilft ja nichts. Wir wollen ja nach Prag. Nach einem super Frühstück im Café Himmel machen wir uns auf den Weg von der Isar nach Regensburg an Donau und Regen und quer über das Land Richtung Kamen durch den Bayerischen Wald weiter an die Regen hinauf zum Neuhauser See. Es ist Pfingstmontag und auch heute haben wir wieder bestes Wetter. So richtig früh sind wir aber auch heute nicht losgekommen. Mit kurz nach 10, aber immerhin eine Stunde früher als gestern. Café Hotel Himmel, hier hat es uns gut gefallen. Wir kommen heute zwar früher los, dafür machen wir heute auch etwas mehr Strecke und deutlich mehr Höhenmeter als gestern. Die abwechslungsreiche Strecke führt uns heute auf fast 120 Kilometer und 900 Höhenmeter über viele kleine Dörfer und abgelegene Landstraßen, aber auch auf tolle Gravel-Passagen durch den Wald. Diese Abschnitte bereiten uns natürlich besonders viel Spaß. Die Strecke führt uns immer mal wieder rauf und runter, die Steigungen sind aber alle moderat und gut zu meistern. I have nothing to say, I am fading away, but at the death of my reflection, I feel the power rise again, 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 again. So fired up, feeling so fired up again. Im ersten Teil dieser kleinen Serie hatte ich versprochen, ein Update zu den Reifen zu geben. Die hatte ich ja am Abend zuvor erst aufgezogen und bislang sind wir super zufrieden. Keine Probleme, im Gegenteil, die Reifen laufen super und kommen mit den abwechslungsreichen Untergründen bravourös zurecht. Die sportlichen Checkpoints sind eh der Wahnsinn. An einem Tag kannst du sie über die Straße prügeln, am nächsten Tag über die Gravel Trails und dann schraubst du ein paar Taschen dran und machst eine mehrtägige Bikepacking. Broken dreams slap and beat me down. Contradictions and free but still unbound. A thing is out for me. The vultures swooping in a half your field. But at the depth of my dejection, I feel the power rising again. Again, again, again. So fired up, feeling so fired up. Habe ich ehrlich gesagt vergessen, die Aufnahme zu stoppen. Ich finde es aber in diesem Zeitraffer ganz cool und wollte dir auch die Impressionen nicht vorenthalten. Nur die Pinkelpausen musste ich rausschneiden. Also, viel Spaß mit diesem Video und nicht vergessen, ein Like da zu lassen und gerne auch ein Abo. Merci.
with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La-di-da-di-da-di-da. La-da-da-di-da-di-da. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La-di-da-di-da-di-da-di-da. So clap your hands now and just be happy. Do a dance now and just be happy. Whoa. Make a smile now and just be happy. Laugh a while now and just be happy. Whoa. Let the music play and your worries wash away. Such a simple way to see the world was meant to be. Hey, just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La di da di da di da. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da di da. Clap your hands now and just be happy. Do a dance now and just be happy. Along the way, and every moment through the day, make a choice to hear. Ein Highlight heute sollte Regensburg sein. Ganz nett, aber mich hat es irgendwie nicht so abgeholt. Wir haben hier sicher nur einen kleinen Teil gesehen und vielleicht braucht man auch viel, viel mehr für diesen Hotspot. Ich war eher wieder froh, aus der Stadt raus zu sein. Nach Regensburg war dann aber auch wirklich tote Hose. Einmal mussten wir am Gartenzaun um Wasser bitten. Es gab weder Friedhof noch Quelle oder sonst irgendwas, wo wir unsere Trinkflaschen hätten auffüllen können. Aber die nette Dame hat uns gerne geholfen. Wir folgen einem Teilstück des Radweges Regensburg-Falkenstein, der auf einer alten Bahntrasse verläuft. Hier kommen wir am Radlbahnhof vorbei und der neue Pächter versorgt uns mit einer leckeren Grillsemmel und einer kalten, frischen Apfelschorle. Ich glaube, das war die letzte geplante Steigung. Danach sollte es tendenziell bergab gehen. So der Plan. Doch dazu später mehr. Mit dabei ist natürlich wieder die Insta360 X3 360 Grad Action Cam. Na, doch nicht ganz. So 1, 2, 3 kleinere Steigungen haben wir doch noch drin. Hier aber ein schönes Beispiel, wie es erst hinaufgeht und dann auf leeren Straßen mit Spaß schnell hinab. Und das immer wieder bei schönem Ausblick über Oberpfalz und Bayerischer Wald. Hier einer dieser netten Waldwege, Gravel-Passagen, die uns daran erinnern, die richtigen Bikes für diese Reise gewählt zu haben.
immer wieder echt tote Hose. Wie gestern lassen wir uns auf einer Bank nieder, um für die nächsten Kilometer nach einer Unterkunft zu suchen. Doch auf unserer Strecke ist kein freies Bett mehr zu bekommen. Ein Zimmer bekommen wir nur noch mit 15 Kilometer und einigen Höhenmetern Umweg. Dafür an einem See. Dafür leider wiederum ohne Essen. Die Küche in unserer Herberge ist bereits geschlossen. Wir bekommen aber noch zwei alte, trockene Brezen und etwas Butter am Campingplatz gegenüber. Nach unserem obligatorischen Etappenabschlussbier komplimentiert uns der Wirt auch schon hinaus. Wir waschen noch die Klamotten und fallen ins Bett. Wir träumen vom nächsten Tag, der uns mit der dritten Etappe auch den Grenzübertritt nach Tschechien bringt. Wir sind bereits sehr gespannt, da wir noch nie in Tschechien waren. Prag ist Kulturhauptstadt, natürlich Europa, aber im Kopf noch irgendwie auch ein bisschen Ostblock. Wir können vorwegnehmen, dass wir positiv überrascht wurden. Es wird toll. Bleib also dabei und abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Morgen geht's über die Grenze bis nach Pilsen, was wir da wohl trinken werden. Danke fürs Mitkommen. Bis bald. Servus. Ciao, ciao.